Ich stecke. Oh cool, ich hab's geschafft. Ich hab's überlebt. Okay, das heißt, Lehm ist dieser helle Stein. Das heißt, ich suche diesen hellen Stein und kloppe alles drauf, was ich habe. Vor allen Dingen im zweiten Part habe ich einfach bei jedem Schlag auf einen Bambi oder sowas immer so ein Huah! Eingeblendet. Das hat sich irgendwie voll cool angehört. Das sollten die Spieleentwickler echt mal überlegen, ob sie das auch machen sollen. Da hinten ist sonderbar gewesen. Er hat mich fast gesehen. Hinter unserem Berg. Wo ist hinter unserem Berg? Ja, da wo du nicht hingerannt bist. Die andere Seite halt. An der Straße entlang oder was? Nein. Zwischen so zwei Berge. Da ist er reinschlawinert. Gelaufen oder gefahren? Gefahren. Ach, das ist so ein Stein, okay. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Bist du oder rennst du da vorne rum? Also ich renne gerade an so einem Berg vorbei und gucke, ob hier irgendwo so ein Stein ist. Ah. Ich höre dich auf jeden Fall abbauen irgendwo. Ja, in die andere Richtung ist so ein Stein. Wie in die andere Richtung? Von dir. Da hinten? Ja. Nee, das ist so ein grüner Stein, wo du Feuerstein rauskriegst. Oder so ein blauer. Da vorne nein. Ah, da vorne sehe ich noch einen. Ich werde nie wieder zu unserem Berg zurückfinden, ich sag's dir jetzt schon. Obwohl die Map jetzt noch nicht mal so groß ist. Oh Gott! Ein Reh. Oh yeah. Oh yeah. I'm the crazy motherfucker, bitch. Und nochmal drei Lehm. Dass du so viel Lack hast, das freut mich gerade ein bisschen. Beim Abbauen diese scheiß Fehler. Hör mal zu. Ja, da oben ist er. Da wo fällt er gerade auf den Berg runter, der Arsch. Bei uns auf dem Berg, oder was? Ja. Das ist ja ein Sack. Das heißt, er hat uns jetzt theoretisch gefunden, oder was? Ja, ja. Ach nee, schon Arsch. Ja, ja, der hat schon Dings Pfeil aufgeladen, der Arsch. Wie, er hat Pfeil aufgeladen? Hä? Er will uns doch jetzt nicht wirklich fertig machen, oder? Doch. Und wo ist er jetzt? Er fährt in deine Richtung. Kann ich mich irgendwie ducken? Ich glaube mit C, ja. Oh Gott, das geht tatsächlich. Alter! Was war das? Denn der? Das ist der. Was ist der? Ja, das ist sonderbar. Ja, das kann ich mir denken, aber wo ist er und warum macht er das? Keine Ahnung, der war jetzt gerade bei uns auf dem Berg oben. Er lässt uns auch nicht mehr in Ruhe, das kann ich dir schriftlich geben. Dann gehen wir jetzt halt hin und reden mit ihm und dann bringen wir ihn um. Ich zeig dir, wie das funktioniert. Wo bist du, Elu? Ich bin gerade auf der Lauer. Ich hoffe natürlich, um den jungen Herrn sonderbar zu töten. Ich finde das auf jeden Fall voll lustig. Sonderbar fährt er mit seinem Raketenauto rum und Illuso mit Pfeil und Bogen. Ich will doch noch nicht sterben. Ich habe doch noch gar nicht so lange gelebt. Ich habe das ganz doofe Gefühl, dass er gleich hinter mir steht. Ich finde es gerade auch nicht so lustig. Ich habe vor allen Dingen keinen blassen Schimmer mehr, wo unser Berg ist. Geschweige denn, wo du bist. Also ich sehe noch das eine halbfertige Haus. Da, was da unten in der Prärie stand, ne? Ja, und rechts davon ist quasi unser Berg. Ich glaube, da vorne irgendwo ist das halbfertige Haus. Und da oben ist höchstwahrscheinlich unser Berg. Siehst du diese... Oh, lol.
Warte mal, ich glaube, ich habe unseren Berg. Ist er das? Oder welcher Berg ist es? Oh Gottes Willen, ey, ich finde mich jetzt schon nicht mehr zurecht. Was ist das denn? Ich bin jetzt davon zum alten Berg. Lol, was ist denn das hier? Was denn? Hier ist so ein inspizierbarer Schrank. Kannst du den aufmachen? Ja. Mach mal auf. Ich höre Sonderbar ganz in meiner Nähe. Okay, ganz viel Eisen, Holz, ein paar Tiersehnen, ganz viel verdorrtes Zeug, Asche, Fett, Leder, ein paar Steine und Lehm. Oh lol. So, ich lasse ihm dann mal netterweise das verdorrte Fleisch da. Okay, ich bin jetzt auf unserem Berg sogar. Ja, und unten rum fährt Sonderbar. Warte mal. Der hat unser Zeug ab... Oder hast du diesen Ofen mitgenommen? Nee. Sonderbar hat unseren Ofen mitgenommen. Na toll. Das finde ich ja jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Und du bist auf der gleichen Wiese bzw. Wüste wie Sonderbar, ja? Bin quasi auf dem Berg gegenüber. Von unserer Siedlung. Oh, der hat ja da was abgeknallt. Alter, der hat auf mich geschossen, glaube ich. Kann das? Keine Ahnung. Okay, er fährt wieder. Ich sehe ihn. Ich glaube, er hat mich jetzt auch gesehen. Soll ich mal hingehen und soll mal Hallo sagen? Ich würde es nicht. Das ist ein harter Lappen, wenn er mich jetzt direkt wegknallt. Lappen! Hallo. Na, Sie? Sie haben unseren Ofen geklaut. Habe ich nicht. Geben Sie mir unseren Ofen wieder. Lufthupe. Boah, ist das dumm. Warum? Ich mache gerade eine Lufthupe. Wie auch immer das wieder weggeht. Ah. Ich würde sagen, Sie haben einen Platten. Ja, ich weiß. Alles klar. Wusste. Okay, reicht Ach. Wieder. Da ist unser Grill. Nee, ich habe unseren Grill hab mittlerweile wieder. Den hat er dezent. Ach, da unten. Wie meinen Sie das denn? Bleiben Sie von mir. Bleiben Sie von mir? Sie kommen mir doch näher. Ich glaube, da war ein bisschen Angst vor mir, warum auch immer. Bleiben Sie doch mal hier. Ich mache Ihnen doch nichts. Nein, packen Sie den Lümmel weg. Wie mache ich das denn? Oh, okay. Interessant. Hey, da knallt was auf uns. Ich hab ihn jetzt weggepackt. Ja, da packen Sie Ihren Lümmel jetzt aber auch weg. Was macht er denn? Er läuft da rum und beschwert sich, dass gerade jemand auf uns geballert hat. Jetzt hat er gerade gefragt, wer schießt denn da oben? Wie? Schießt doch gar keiner? Na klar, ich höre den Bogen spannen. Echt? Moment. Immer noch? Oh lol! Was? Hm? Der Pfeil ist so 2 Zentimeter neben mir eingeschlagen. Bist du hinterm Auto? Jetzt hat er sich hinter seinem Auto erfischt. Jetzt ist meine Chance, ihn wegzubratzen. Achtung! Alter, ist so knapp!
Der hat jetzt auch seinen Bogen ausgepackt. Alter, war das knapp. Alter, du... Er hat einen Reifen angebaut. Nehmen Sie mich mit, Sie Lappen. Och nö, jetzt bin ich hier ganz alleine in der Prärie. Was hat er gesagt? Naruto kriegt ihr nie. Was? Alter! Elu! Er kommt hoch zu dir. Oh lol! Er hat sich überschlagen. Er hat den Platten. Nee, doch nicht. So, jetzt soll er aussteigen. Ich knatter ihn weg. Oh Mann. wie war das doch mal? Naruto Final Bogen. Nie. Okay. Jetzt war, weißt du was? Wir brauchen nur seinen Speer. Er hat, glaube ich, keinen Speer da. Ah, schade. Dann müssen wir einen Speer bauen. Ich habe Samen. Ach so, apropos, warte mal, guck mal hier. Cool. Die habe ich doch noch von dir aufgehoben. Alter, hast du den weggemoscht? Ist das jetzt unser Auto? Können wir damit jetzt fahren? Ja. So. Richte das mal bitte auf irgendwie. Geht das? Ja, so, wir brauchen einen Speer. Ich brauche jetzt erstmal Holz. Und ob wir das Auto wieder aufgerichtet bekommen und es fahrtüchtig bereitsteht, das seht ihr in der nächsten Folge von Herd World. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar oder eine Bewertung da lassen würdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen!